Und willkommen mal wieder zurück bei Minecraft. Ja, ich sage mal wieder, weil es ist schon eine Weile her, seit ich letzte Aufnahme irgendwie mal vonstatten gebracht habe. Und irgendwie raschelt hier draußen irgendwas durch die Kante. Ich hoffe, es ist ein Schaf. Egal, wir haben einiges zu tun. Denke ich mir, denn das erste, was wir tun müssen, ist uns irgendwas zu essen besorgen. Was habe ich denn da? Lecker verrottetes Fleisch. Okay, ich guck mal kurz, ob ich in den Truhen noch irgendwo irgendwelche Getreidedinger habe. Wenn nicht, müsste ich mich mal an dem Feld vergreifen. Was ja an sich prinzipiell und so weiter auch keine schlechte Idee ist, weil dazu ist ein Feld ja da. Aber wir gucken einfach mal, ob wir hier vielleicht noch irgendwelche geheimen Reserven haben. Muss jetzt mit den Steuerungen reinkommen. Bisschen an Reserven haben wir noch, würde ich sagen. Also ein kleines bisschen. Aber leider kein Platz im Inventar. Mann, ich brauche keinen verdammten Flint. Ich brauche keinen Samen-Krimskrams. Ich brauche das nicht. Die Rüstung lege ich auch mal hier rein, weil die ist wirklich völlig sinnlos. Das hier schmeiße ich gleich weg. Und ich brauche hier ein bisschen Zeug. So, dann werden wir uns mal ein bisschen Brot backen. Und zwar, indem wir einfach nur auf dem Tisch rumarbeiten. Das ist eine sehr günstige Variante. Ja, mal gucken, ob ich jetzt alles nehme. 16 Brote. Ja, reichen vielleicht auch erstmal wieder. Ich weiß, also laut Plan ist es ja mittlerweile sinnlos, sich das ganze Zeug aufzusparen. Aber ich mache es einfach mal. Wer weiß, vielleicht ändert sich der Plan ja noch. Also ich muss ja sagen, dass ich bis dato, also bis zu dieser Aufnahme, vermutlich noch keiner Folge 267 angeguckt hat. Also das hier ist jetzt Folge 273, genau. Also hat sich noch keiner angeguckt, deswegen interessiert es vermutlich auch keinen, was nicht weiter verwunderlich ist. So, werd mal fertig. Ja, aber bisher gab es also keine Beschwerden gegenüber meinem Plan. Das kann sie etwas dann kreativer zu gestalten ab Folge 300. Deshalb würde ich mal sagen, deute ich das Schweigen als stille Zustimmung. Ja, genau so. Ist übrigens erstaunlich, dass Minecraft das, sag ich mal, aufrufstärkste Let's Play ist, was ich auf diesem Kanal habe. Also es hat vielleicht, weiß nicht, 3 Aufrufe durchschnittlich. Man weiß es nicht. Ist aber auch bei anderen Leuten so. Also wenn man mal zum allseits berühmten Herrn Kronk guckt, da ist Minecraft immer noch irgendwo über 100.000 Aufrufe. Aber warum? Ich meine, so spannend ist das jetzt nicht und so neu ist es jetzt auch nicht, aber keine Ahnung. Vermutlich liegt das allgemein einfach nur Minecraft draufklicken. Ich weiß nicht, woran es liegt. Na gut, egal. Achso, ich habe mir hier in der letzten Folge dieses tolle Wehr gebastelt. Dann muss ich mal gucken, wie ich das weitergestalte. Und da ich ja schon irgendwie so ein bisschen mitbekommen habe, also dass ihr mitbekommen habt, ich habe das natürlich auch mitbekommen, möchte natürlich auch gerne Ideen klauen, obwohl das ist natürlich keine Ideenklau, das ist einfach nur eine allgemeine Tatsache. Also, ich demonstriere es mal von hier oben, weil ich habe natürlich wieder einige Ideen und so weiter und so fort. Ah genau, da fällt mir gerade mal was ein. Komm mal her. So, so, so. Gut, das ist auch ein schöner Übersprung, Überstieg, über Dingsbums da vorne. Ich gehe mal dahin gucken. Ich könnte sowieso mal irgendeine Tour in die Gegend machen. Das wäre auch mal eine coole Idee. So, hier ist ein schöner dicker Vorsprung. Da stelle ich mich mal vorne rauf. So. Und verfüttert den Schafen dort unten Fleisch. So. Also eigentlich ist der Felsen schon ganz cool. Das müssen wir mal lassen hier, auf dem wir uns rumbewegen. Und hier ist noch einiges am Platz eigentlich, fällt mir auch gerade mal auf. Und hier ist dieses wunderbare Loch. Geht echt noch. Aua. Potenzial, und zwar zum Sterben, die Gegend. Also, Na egal, also was ich eigentlich erzählen wollte. Wenn wir dann ab Folge 300 mit etwas mehr Ressourcen am Start sind, würde ich sagen, ist die erste Amtshandlung sowieso eine Vergrößerung quasi dieses Viertels hier oben, also zumindest in der Richtung. Da habe ich mir so überlegt, dass ich dann bis hierhin
auch so Säulen, was auch immer baue, damit das Viertel hier oben mal ein bisschen größer wird, weil das ist noch ein bisschen popelig. Vor allem, wenn man mal die reichen Häuser bedenkt, wie eng die sind. Hier wird die Vergrößerung vielleicht etwas schmaler ausfallen, aber mal gucken, was wir da machen können. Und natürlich können wir hier noch die ganze Gegend irgendwie zupflastern. Und da dachte ich mir, es fehlt ja dieser Stadt, also ich bezeichne das jetzt nur nochmal offiziell als Stadt, irgendwie an einer Einkehrmöglichkeit. Das heißt, das fehlt nicht am Mülleimern, wo man sein Kehricht reinwerfen kann, sondern es mangelt quasi aktiv an Gasthäusern. Da weiß ich nicht, ob ich mich jetzt dran mache oder ob ich es einfach nochmal ankündige. Aber ich würde gerne... ich könnte ja... Also, dass ich dann hier irgendwo ein Gasthaus hinzimmere. Mal sehen, vielleicht hier so hin oder so. Irgendwo so ein gemütliches Gasthaus für die Oberschicht. Die Musik ist gerade sehr laut, kann das sein? Die habe ich eigentlich immer so laut. Ich drehe einfach mal ein bisschen bei mir den Verstärker runter, so ist Musik leiser. Muss ich mal gucken, ob ich das im Endeffekt noch nachregeln kann. Ja. Also erstmal dazu, das hier wird noch erweitert, die Oberstadt so ein bisschen. Und da kommen noch ein paar Gasthäuser hin. Und ich weiß gar nicht, wo ich hier unten ein Gasthaus hinsetzen könnte. Also hier soll ja dann die Treppe hochgehen. Ja, Gasthaus, Gasthaus. Und ich könnte da oben das einzige Gasthaus lassen und unten im Hafen noch ein Gasthaus hinbauen, also im Hafenviertel. Muss ich mal gucken. So, was wollte ich eigentlich machen? Was kann ich denn machen? Eigentlich muss ich mich mal wieder an der Nase kratzen und... Ja, müsste eigentlich unten die Kasematten weiterbauen, weil wir dann quasi ein bisschen Cobblestone brauchen für nächste Projekte. Das renne ich ja eigentlich die ganze Zeit in die Gegend rum, verquatsche die halbe Folge. Aber es ist nun mal. Ich könnte ja, genau. So. Was ist das für eine komische Kante hier? Naja. Egal. So, die Arena können wir dann nämlich auch fertig bauen, wenn wir kreativ sind. Das ist dann alles ganz schön. Was ich jetzt aber gerne machen würde, ich würde gerne die Straße weiterführen. Das ist zwar also jetzt nicht so spannend von der Ankündigung her. Na du Schaf? Oh, kuscheln, kuscheln, kuscheln. Schnauze. Aber ich würde gerne mal die Straße hier so weit fortführen, als dass die uns es ermöglichen würde, hier mal Weg zu sehen, also quasi uns nicht mal auf dem Holzweg zu befinden, sondern eher den Steinweg zu begehen. So. Das heißt, hier hinten kommt dann die Mühle hin. Und hier muss das Wasser weitergeführt werden. Und hier unten sitzt dann der Hafen drinne. Also hier so vielleicht. Da kann ich auf diesen sonderbaren Felsstützel hier... Oh, das ist immer das Doofe. Mir hauen so unendlich viele Ideen rein, aber ich kann die schlecht umsetzen. Dass wir auf diesen Felsstützel hier so einen kleinen Aussichtsturm hinsetzen... Und dann von denen hier rübersetzen und dort vielleicht einen Leuchtturm drauf bauen. Irgend so aus in der Richtung. Okay, also, genug gequatscht jetzt erstmal. Ist zwar schwer, das in Let's Play zu sagen, aber manchmal muss man auch solche harten Worte in den Mund nehmen. Was ist denn das für eine Musik? Ich will ruhige Musik. Ja. Ist zwar schon wieder Neverwinter-Musik, aber ist egal. So, das heißt, ich führe mal die Straße hier vernünftig runter. So. Ich habe doch bestimmt noch irgendwelchen Mist dabei, genau. So, wupp, wupp, wupp. Achso, hier müsste ja eigentlich irgendwas anderes hin. So, weg damit. So, so, so. Und so. So, hier geht die Straße ganz normal weiter hier runter, obwohl es da drüben wieder hoch geht, aber ist ja egal. Okay, so, wir machen mal hier das hier weg. Das weg, das weg, das weg, das weg. Den Dreck mal weg. Zacki, zacki, zacki. Zacki.
Das wird schon wieder dunkel, oder täuscht das? Meine Güte. Und ich weiß gar nicht, wo ich mein Bett hingestellt habe. Oder habe ich das zufällig dabei? Nö. Ich habe mein Bett irgendwo hingestellt. Na, klasse. Ich suche erstmal mein Bett, weil wir so viel erreicht haben, diese Folge. Da muss ich erstmal unbedingt ausruhen, weil das geht ja gar nicht. Habe ich hier im Bett drinne stehen? Nein. Mäh, Hilfe! Ich sollte mal den Weg hier auch ausleuchten. Zumindest so ein bisschen. Aus reiner Sicherheit. Oh. Also sowas könnte man sich unter Umständen unter Engelschor vorstellen. Ist aber leider nur... Was heißt leider nur? War wieder ein wunderschöner Soundtrack aus Neverwinter. Und zwar der Tempel der Gerechtigkeit. Also die Halle der Gerechtigkeit. Oh, ich zünde gerade mein Bett an. Sollte man übrigens nicht machen. Im Bett mit irgendwelchen Krimskrams rumspielen. Das kann böse Folgen haben. So, Ratzefü. So, leider ist das Lied zu kurz. Vielleicht sollte ich mal so eine 10-Stunden-Version draus schnitzen. Dass man das die ganze Zeit im Hintergrund laufen hat. Man wird so irgendwo bekloppt davon, aber es ist schön. So. Und hier oben drauf kann rein theoretisch auch noch irgendwas stehen. Ich meine, das soll zwar primär die Stadtmauer sein, aber vielleicht können wir uns dort auch noch ein bisschen erweitern. So, da unten hat gerade ein Tintenfisch für Schaden bekommen. Das kann ich eigentlich nicht gut heißen. Und warum? Ich weiß nicht, woran es liegt, aber neuerdings wächst unter Wasser Gras. Ich meine, es gibt ja Seegras, aber... Ich meine, was soll das? Oh, ich schmeiße da einen Fackeln durch die Kante. Ich habe keine Ahnung, warum hier unter Wasser Gras wächst. Das finde ich äußerst merkwürdig. Aber gibt vielleicht ein lustiges Thumbnail ab. Naja. Also, wir waren eigentlich mit der Straße beschäftigt. Und hören uns gerade die wunderbar dramatische Musik an. Eieiei. Hier ruhige Musik, Leute. Nee. 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 Na gut, das hat man schon oft. So. Ha. Das ist halbwegs nette Musik. Einigermaßen ruhig, geht schon. So, wo war ich jetzt hier eigentlich gerade am Start? Ich wollte hier die Straße weiterbauen. Also ich mache das erstmal bis auf dieses Grundlevel hier runter, die Straße. Also ich mache die total runter, die Straße. Die kann da gar nichts mehr sagen. Und dann würde ich mal sagen, gucken wir dann vielleicht, wie wir das dann hoch in die Berge bauen. Hier soll ja irgendwo das sonst die Tor rein. Keine Ahnung, ob da Norden, Osten, Süden ist. Ich sollte vielleicht nur irgendwo eine Sonnenuhr hinstellen. Wäre auch eine coole Idee. Funktionieren mit dem Shader eigentlich jetzt Sonnenuhren? Das frage ich mich gerade mal aktiv. Ich meine, Schatten werfen die Dinge. Also sollte es eigentlich auch möglich sein, Sonnenuhren zu bauen. Fände ich mal eine ganz interessante Sache. Eine Shader-Sonnenuhr in Minecraft. Und wenn ihr auch noch wirklich vernünftige Zeiten anzeigt, was er eigentlich tun sollte, wäre es doch eine ganz coole Sache. Wenn man sich das mal so bei Licht betrachtet. So, Herr Gesangsverein. Jetzt grabe ich nochmal hier das Straßenbett weg. Mit meiner fast kaputten Schaufel. Mit meiner ganz kaputten Schaufel übrigens. Ich habe genug davon. So. So, so, so. Ja, und dann werde ich mich da hinten wieder in die Berge hochschlagen. So leid mir es auch tut, aber irgendwann müssen wir das ja machen. Und da werden wir mal gucken, ob wir da irgendwie irgendwo hinkommen. So, ich lege hier mal kurz die Straße hin. Kann mir einfach machen. Straße hinlegen, so. Meh. Zweimal Fehler gebaut. Naja, was soll's. So, so, so. Ja, das ist jetzt nicht so die schnellste Variante, die ich hier gerade praktiziere, aber was soll's. Ich brauche mehr Cobblestone, Cobblestone, Cobblestone. Ich werde sowieso mehr Cobblestone brauchen, wenn ich hier die ganzen Straßen pflastern möchte. Ach so, na gut, das ist die Hauptstraße. Wir lassen mal die Hauptstraße gepflastert und machen alle Nebenstraßen aus Gravel. Das wäre doch auch mal eine Idee. So. Nee. Ich
nenne es das Anti-Schlagloch. So, gut. Straße bereinigt. Wir haben sehr viel geschafft in dieser Folge. Ich bin richtig stolz auf mich, aber egal. Manche Worte müssen einfach mal gesagt werden. Und wir sehen dann mal in der nächsten Folge, wie wir dort weitersehen. Und ich sage auf Wiedersehen.